Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Darksiders. Ich bin wieder euer Justin. Ich wünsche euch einen wunderschönen, angenehmen Tag. Es ist die Warmaster Edition, habe ich vergessen. Und ja, wir sind weiter in diesem U-Bahn-Station-Dungeon-Ding mit ganz viel Wasser. Und es kommt mir so spanisch vor. Ich glaube wirklich, ich muss hier runter. Das alles kann ich mir gar nicht vorstellen. Und hier haben wir... Da kann man sogar durch. Interessant. Ja. Ja. Wäre cool, wenn wir das Wasserlevel nur noch so ein kleines bisschen heben könnten. So vielleicht um... gefühlt... 3 mm. Ich glaube, das wird schon ganz gut sein. Aber... ich habe irgendwie das Gefühl... das wird nicht einfach so passieren. Ich habe auch ganz das Gefühl, dass hier in diesem Raum nicht unbedingt Zuckerschlecken ist. Mit den Viechern ist wirklich nicht gut Kirschen essen. Das ist mir schon aufgefallen. So. So, also wenn hier jetzt kein Boss oder sowas ähnliches kommt, bin ich dezent enttäuscht. Also wirklich nur diese kleinen Mistviecher hier, ne? Ah, ich habe das Gefühl, da oben wird was runterfallen. Wie ich darauf komme? Ah, nur so. Autsch. Nein, ich möchte diese, auch wenn es so ein paar Seelen sind, ich möchte sie haben. Die nehmen wir auch noch mit. Dich auch noch. Na, ich habe gesagt, dich auch noch. Dich da hinten auch noch. Und dann sollten wir jetzt eigentlich unsere Ruhe haben. Also ich weiß nicht. Hier haben wir einen Wasserstand, der unsere Wünsche erfüllen würde. Für den Raum unter uns. Hier haben wir etwas, was frei macht. Also Zahnräder müssen wir frei machen. Für etwas, was aussieht wie ein Tor. Und da oben ist ein Stachel. Und er zeigt direkt auf die Mitte, was scheinbar der Schwachpunkt des Ganzen ist. Und wo auch noch Luft durchkommt irgendwie, weil da irgendwie schon Risse sind. Ah, ich weiß nicht. Ich habe nicht die geringste Ahnung, was hier jetzt passieren wird. Nennt mich dumm, aber ich habe wirklich nicht die geringste Ahnung, was hier jetzt noch passieren soll. Wirklich kein blassen Schimmer. Hopp. Und... hopp. Und los. It's something. Dich würde ich schon gern mitnehmen. Und zwar nach da hinten hin. Und wäre cool, wenn ich von hier auch noch da treffen würde. Aber ich glaube da nicht dran. Daher müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Und von hier aus komme ich jetzt auch, glaube ich, nirgendwo anders mehr hin, oder? Das heißt, ich muss alles von diesem Plateau aus hier machen, aber ich muss auch noch da hinten, da oben hin. Wie mache ich das am dümmsten? Ach, was sage ich denn da? Ich kann doch einfach wunderbar bestimmt auch noch da oben hin. Ja. Nein, ich glaube, ich muss nicht mal dahin, sondern es reicht wirklich aus, wenn ich hier bin. Denn da und dann da. Ja, wunderbar. Ja, so gefällt mir das doch. Und ich denke, dann könnte ich auch darüber. Ich vergesse immer, dass ich hier im Wasser auch schwimmen kann. Und das nicht vermeiden muss. Das kenne ich so aus so vielen Spielen gar nicht. Und da war immer noch was dran. Okay, gut.
Na komm. So. Jetzt haben wir. So. Und die beiden. Wunderbar. Und jetzt können wir hier hoch. Ah, okay. Na komm. Da hoch und hepp. Und rüber und hoch. Und Zahnrad frei. Ohne groß zu reden. Lassen wir den Organismus den Organismus sein. Nee. Organismus ist ja nicht, das geht ja nicht. Aber muss etwas dafür leben, dass es ein Organismus ist? Oh Gott. Ich bin gerade so verwirrt. Bitte entschuldigt. Ich habe zu viel. Zu viel in meinem Kopf. Zu viel in meine kleine Kopf. In meine kleine dicke Kopf. Dass ich nicht gerne verstehe. Alle. Ich auch nur sei ein Mensch. Wie? Nee, das war falsch. Das war irgendwie falsch. So irgendwie komplett. Gibt es hier oben irgendwas? Nee. Gibt es da unten irgendwas? Da habe ich noch gar nicht nachgeguckt. Ich meine, immerhin. Haha. Nein. Okay. Ich habe das Gefühl, hier würde man noch mal hinkommen, wenn es nicht geflutet ist. Aber ich habe jetzt wirklich gedacht, hier unten ist noch was. Weil daran läuft man ja eigentlich nur vorbei, weil da ist ja eine Brücke. Warum soll man sich da ums Wasser kümmern? Aber hier ist nichts. Gar nichts. Nada. Na, hier oben. So. Ja, dann eben nicht. Da gibt's doch gar nicht. Das Spiel ist eine Enttäuschung für mein Leben. Ich dachte, da hätte ich mal ein Secret einfach so gefunden. Oh, wenn es da für Stilbonus geben würde, fürs Wechseln, ne? Oh. Mm. Oh, jetzt habe ich gerade Bock auf Devil May Cry 4 dadurch. Ah, ja. Scheiße, ne? Richtig kacke. Blute. Ich glaube, ich werde in der nächsten Zeit auch wirklich eine Menge Hack'n'Slay machen. Chill! Haben wir hier hinten? Nichts. Cool. Können wir auch schieben? Oder müssen wir ziehen? Wir können auch schieben. Wunderbar. Ich habe das Gefühl, das Ding hätte sonst uns gefressen, hätten wir den nicht genommen. Es liegt auf jeden Fall nahe. Und hier haben wir einfach nur ein bisschen Leben, das wir, ja, okay. Nehmen wir einfach mal mit. Wer weiß, ob wir es überhaupt brauchen oder nicht. Und let's go. Das riecht doch noch sehr nach kleinen Minikämpfen. Minikämpfe. Noch einer. Ja, cool. Ja, so macht... Aua. Weißt du was? Nö. Das ist mir... Das ist mir jetzt zu blöd. Hallo? Schön, dass ihr meinen Dämonenmodus oder was auch immer das war, kaputt gemacht habt. Voilà.
Aua. Das gefällt mir gar nicht. Und ich springe mal auf dich rum. Ihr geht mir alle so auf die Eier. Ihr könnt nicht mal, ihr dürft alle sterben. Und das Blut spritzt einfach überall, so wie es mir gefällt. Monster müssen in der Regel baden können. Tut mir leid für diesen schlechten Wortwitz. Tut mir leid für alle Frauen, die das eventuell sehen sollten. Ich bin ein schlechter Mensch. Ich mache gerne solche schlechten Wortwitze. Es kommt eventuell ein wenig sexistisch auf mich, aber ich habe nichts gekommen. Ich bin die Frau. Da kamen wir her, ne? Jawohl. Und hier gibt es jetzt zwei Wege. Der hier führt irgendwo hin, wo es nicht weitergeht. Daher präferiere ich diesen hier. Was haben wir denn hier hinten? Was haben wir da? Ein Vorratssucher, ein Gegenstand der Dämonen, der die Lage aller Truhen im Umfeld auf der Karte enthüllt. Oh, cool. Ich habe noch ein paar Truhen übersehen, also so eine. Zwei und da ist noch was. Da ist noch was. Vernichten Sie die Quälerin. Da ist noch was. Ich wusste, da ist noch irgendwas. Ah. Ah, verdammt. Ich glaube, ich muss gleich nochmal zurückgehen. Tut mir leid, aber. Ich muss nochmal zurückgehen. Ein paar Seelen. Wunderbar. Hier ist falsch, da war der Vorratssucher. So, dann gehe ich jetzt nochmal ein Stückchen zurück. Sollte ja nicht allzu gefährlich sein. Ne? Hoffe ich. Hoffe ich wirklich. Nein, der schnappt nicht nach mir. Der schnappt nicht nach mir, wunderbar. Der hier auch nicht. Der ist gar nicht mehr da. Oh, wunderbar. Welche Segen. Ich hoffe, hier ist kein Gegner respawned oder so. Das wäre ziemlich kacke. Klang gerade aber sehr nach Respawn dem Gegner. Der Gegner, der sich für den Kampf bereit macht, eher. Auf jeden Fall ist da hinten noch eine Kiste. Die habe ich auch nicht gesehen. Aber... hier so ein Ding ist. Genau hier. Über mir oder unter mir, frage ich mich da. Ich könnte wetten, unter mir. Irgendwo hier? Ah! Aha, ich bin doch nicht so blöd, wie ich dachte, dass ich es bin. Okay, doch bin ich, ja, weil ich da nicht drauf gekommen bin. Aber ist das Soldat oder Meister sogar? Ah. Das wird nochmal gut Geld bringen. Oh ja. Oh, ich spüre schon das ganze YouTube-Money in meinem Geld, in meinem Seelenbeutel. Ja, YouTube bezahlt die YouTuber mit Seelen. Falls ihr das noch nicht wusstet. Also, jedes Abo kostet eure Seele. Daher gebt mir eure Seelen. Ich mag sie. Ich werde gut auf sie aufpassen. Auch wenn ich eventuell nicht danach aussehe. Aber ich werde wirklich sehr gut auf sie aufpassen. Ich werde darauf achten, dass eure Seelen regelmäßig zu essen und zu trinken haben. Und sich auch regelmäßig vergnügen.
Eigentlich achte ich nicht auf Essen oder Ertränken, darauf müssen eure Seelen schon selbst achten. Aber ich achte darauf, dass eure Seelen regelmäßig Vergnügen haben. Und das ist doch mal ein Angebot, oder? Also, wer würde für das Vergnügen der Seele nicht auch seine Seele verkaufen? Ich meine, die Seele ist bei mir in besten Händen. Passt. Okay, wahrscheinlich gar nicht, aber... Doch. Schon. In den besten Händen. Wenn ich sie denn überhaupt alle halten kann. Immerhin muss ich auch noch Controller halten. Controller haben und Stift und alles Mögliche und... Also das mit den alle gleichzeitig ist, glaube ich, ein bisschen schwer, zumindest mit den Händen. Aber so ein kleiner Rucksack, das wird doch schon gehen, denke ich. Das wird gehen, denke ich. Da hinten Gegner. Kommst du auch mal her, denn Mädel? Du gehst mir richtig auf die Eier. Siehst du das? Auch? Du kannst nicht mal, Mädchen. Warum auch immer du Mädchen bist. Weil du ein Mädchen bist, reiß ich dir den Kopf ab, weil du ein Mädchen bist, weil du ein Mädchen bist. Warte, was? Nein, habe ich nie gesagt. Nein, habe ich so doch gar nicht gemeint. Also, ich bitte euch. Ich hab doch gesagt, ich habe nichts gegen Frauen. Ich liebe Frauen, ja? Toll. Eieiei. Was ist bloß falsch mit mir? Ich meine, ich möchte die Frage nicht beantwortet haben. Ich weiß, dass so einiges mit mir falsch ist, aber trotzdem. Möchte ich die Frage einfach nur in den Raum stellen, dass ihr euch fragt, was falsch mit mir ist. Und wenn ihr denkt, ach, mit dir ist doch gar nichts falsch, dann, ja, dann freue ich mich. Schreibt mir das in die Kommentare, weil dann bin ich glücklich. Ja. Außerdem muss ich dann nicht Angst haben, dass ich irgendwie, naja, enttäuscht von den Eltern sein könnte oder so, aber ich werde schon keine Enttäuschung von meinen Eltern sein, oder? Wie bin ich auf einmal auf dieses Thema gekommen? Kann das bitte einer sagen? Ich weiß es nicht. Ich weiß es einfach wirklich nicht. Einfach nur ridiculous stupid. Weiter gibt es ja eh nichts. Warum sollte ich mir denn die Mühe machen? Deshalb. Weil du dann nach oben gehst, dadurch kann ich dadurch... Ganz genau deshalb. Wobei ich mich doch frage, was das für ein seltsames System ist, dass da oben per Hand etwas aufgemacht werden muss und hier unten weiterkommt. Aber hier sind ja keine Schienen, daher würde ich das noch als Sicherheitsvorkehrung durchgehen lassen. Aber auch nur gerade so. Aber dass man hier nirgends weiterkommt, das finde ich doch ein wenig seltsam. Besonders, dass diese Graben so total convenient sind. Das ist mir auch ein Rätsel. Ich hätte da was Schönes gesehen. Aha. Diese Kiste da, ne? Schönes Ding. Ich hätte jetzt erstmal runter müssen. Das ist eine Tatsache. Nun muss ich gucken, wie ich jetzt nach oben komme. Hier auf jeden Fall nicht. So. Okay, cool. Komm ich trotzdem noch nicht dahin. Da auch nicht. Aber bestimmt irgendwo komme ich jetzt hin. Irgendwo, und zwar hier. Toll.
Wunderbar. Wunderbar. Und ich muss da noch einen hoch. Okay. Aber da sollte ich eigentlich ganz locker easy hinkommen. Na. Na, wenn das mal nicht ein Fehler war, oder? Ah, wenn das mal nicht ein Fehler war, ja. Nein, noch geht das. Noch ist alles gut, noch ist alles gut. Das klang gerade sehr weiblich. Ah ne, das ist nur Zornkernstück. Aber egal, jetzt haben wir 9 Zornkern. Wupp, wupp, Mutterficker. Wozu auch immer wir den brauchen. Weil wirklich, der war ziemlich useless eigentlich. Also, ich nutze ihn kaum. Das meine ich damit. Da hinten haben wir nur Health, die ich jetzt gerade nicht brauche. Au. Autsch. Ihr könnt mich gerne mal. So, jetzt bin ich eigentlich so quasi direkt vorm Bossraum. Kann ich mir doch nochmal gönnen, die Kiste hier. Ich frage mich, ob ich den Boss wirklich noch in diese Folge packen, denn ob ich den Boss wirklich noch in diese Folge packen soll. Dann doch erst in die nächste Folge. Will ich das? Will ich das eigentlich nicht? Kann ich mich dagegen wehren? Kann ich. Kann ich. Aber... Ah, wir sind jetzt bei 22 Minuten. Wenn ich hier jetzt runtergehe, geht's direkt zum Boss. Irgendwas Wichtiges übersehen. Du weißt, da unten ist eine Kiste, aber da ist nur normal Zornenergie drin, Zornseelen. Nein, nichts. Okay, dann würde ich sagen, heute einen etwas kürzeren Part. Aber dafür dann in der nächsten Folge fette Bossfight-Action in Darksiders. Und bis dahin wünsche ich noch einen schönen angenehmen Tag. Euer Justin, haut rein und tschüss.